wir schon mal eine Etappe schon mal geschafft. Ja. Komm schon. Ja, ja. Also ich höre schon mal verdammt viele Autos. Ja, ich gehe jetzt über die runter. Zeigt mir erstmal noch feiner und dann R2, okay. Okay. Ja, also ein Highway oder eine Schnellstraße würde man das für uns vielleicht nennen. Oh, sehr befahren. Verdammt viel Wasser. Die gleichen Spuren. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Was ist denn für eine Schuhgröße? Kannst du das denn nicht gleich erkennen? Ist das hier Grütze? Reifenspuren oder was? AE-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Der Wagen des Mörders? Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Das bist du doch nie. Wenn ich jetzt wieder hingehe, wäre ich bestimmt wieder übelst nass. Aber sieht auf jeden Fall geil aus. Ja, geben. Oder gehen wir vielleicht nochmal hier hinter? Man weiß es ja nicht. Nein, jetzt ist ein Schluss. Drücken wir nochmal. Na, gehen wir einfach runter. Am besten, wir gehen mal noch zu dem Lake, wenn es vielleicht noch irgendwie geht, und sagen, dass wir hier irgendwie was gefunden haben. Stürzt er sich hier runter, der Wahnsinnige. Okay, 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 okay. Erstmal alle vier Tasten hinten gedrückt. So treibt man sich rum. Machen wir hier wieder, bringen wir ein bisschen Farbe durch ins Spiel. Oh, geht nicht gleich viel besser. Dieses komische Grau, das ist nicht für mich, für meine arme Seele. Wo ist denn der jetzt hin hier, der fünfte Motor? Hallo? Ja, ne. Hier ist er. Hier bleibt er stehen. Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Nö. Gehen. Nein, das reicht mir. Ich fahre dann auch. Ich denke mal, dass ich alles habe. Ich komm mit. Fährst du bei mir mit? Ich bei dir? Fahren wir zu mir eine kleine Runde. Eine kleine Nummer schieben, mein Kleiner. Oder wir gehen in eine Bar. In den Pub. Und ziehen uns zu. Das wär's. Oder in eine Shisha-Bar. Da wären wir gute Freunde. Ja, was nun? Ich will aber ruhig durch. Hallo. Ey, der Kunde, der friert hier schon wie Espenlaub. Ach, na endlich darf ich mal durch. Ja, ich gehe jetzt. Will ich jetzt nochmal meinen Ausweis zeigen, oder was? Wo ist denn jetzt hin? Warte mal hier. Hä? Wo gehst du hin? Ach, jetzt darf ich nicht mehr weitergehen. Na ja, gut, da steige ich halt in mein Auto ein. Ich habe gedacht, wir machen jetzt noch eine kleine Runde oder so. Weiß nicht, fahren ins Stadion und tun uns kloppen oder irgendwie sowas. Losfahren. Ist oder hin losgefahren? Wie weit willst du denn noch zurückfahren? Naja, gut. Also, ein kleiner Junge, der trinkt wurde obendrauf vorne Orchidee mit einer Origami-Figur in der Hand. Ja, gut. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Eason! Aber jetzt seht ihr ja, müsstet ihr ja oben rechts ja. Ja. Oh, was ist das? Das
Das ist Fledermaus entdeckt. Fledermaus. Fledermaus. Ratte. Eine Ratte. Ein Rattenkopf. Hä? Das sind zwei Ratten. Das ist eigentlich ein Krebs. Ein Krebs. Das ist eigentlich tot. Na, ich hab tot gesagt, dann nehmen wir tot. Schrecken, tot. Terror. Psychologe oder was? Bin ich noch heilbar? Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Wie? Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Alles meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Halt schon auf. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es, Sean? Stich ihn ab. Ding ist gut. Ich weiß, er ist wirklich unglücklich. Ja, ist er auch. Ja, er kann nicht verstehen, warum ich ihn scheinbar nicht lieben kann. Hä? Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Er ist mein Sohn. Betäubt, tot, deprimiert. Ich will nicht mehr leben. Ich habe einfach keinen Grund mehr. Nicht mal Ihren Sohn, Sean? Ich hau ab. Ich konnte Jason nicht retten. Was ist das hier, eine schlechte Tür oder was? Vater wie mich. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Oh. Ja, ich war mal kurz weggetreten. Blackout, nichts. Ich hab Blackouts. Was ist das? Nix. Ich hab manchmal diese Blackouts. Ich weiß da nicht. Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Spiel eine Kugel. Scheiße. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Halt deine Fresse! Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Überlegen mal, 6 Monate weggetreten. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Ah, kann ich verstehen. Da guckst du, hä? Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Lügt. Schule? Wie war's denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Kannst leben bleiben. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Spielen? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Boah, hungrig. Willst du was essen? Das war jetzt eine Antwort gewesen. Was hast du da in deiner Tasche? Ein Playboy-Heftchen? Hallo. Ich will das jetzt haben. Jetzt nochmal.
Der Spiel will mich doch verarschen. Ah. Ein Bumerang? Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt der nie zurück. Und kann ich mal probieren? Ja. Eins. Aha. Wo ist er? Jawohl. Applaus, Applaus, Applaus.